Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video der Firma Moos Robotics. Heute präsentieren wir euch die Trinity Pro und zeigen euch einmal, was alles in der Box ist. Dann beginnen wir mal mit dem Unboxing der neuen Trinity Pro. Das ganze System kommt in einem kompletten Koffer, der Schaumstoff gepolstert ist, verschiedene Tragegurte hat. Ähnlich wie der Vorgänger, die Trinity F90 Plus auch. Farblich ein bisschen anders, nicht mehr den schwarz, ist ein bisschen direkt unempfindlicher. Und dann haben wir auch alles schon vor uns, das komplette System. Das heißt, wir beginnen mit der Trinity selber, das heißt der Hauptkörper, in dem die ganze Elektronik, der Autopilot, die Sensorik sitzt. Dann unsere Flächen, also rechts und links jeweils, die wir dran klicken können. Wir bauen das System auch gleich einmal auf. Standardmäßig kommt das System immer mit 3 Akkus jetzt. Das ist ebenfalls ein Unterschied zur Trinity F90 Plus, die immer standardmäßig mit einem Akku kam und ich weitere gekauft habe. Dementsprechend sind wir jetzt immer eigentlich so ausgestattet, dass wir mit 3 Akkus kontinuierlich fliegen und laden können, sodass wir eigentlich einen durchgehenden Einsatz gewährleistet haben. Neben den 3 Akkus haben wir natürlich Ladeequipment, dazu noch ein Anemometer zum Windmessen. Unsere Fernbedienung hat sich ein bisschen geändert zur F90. Das Ganze wird jetzt über die Software Cubase mitgesteuert und wir haben zum Eingreifen und Notlanden diesen Controller. Ist anders als vorher mit der Modellflug-Fernbedienung, die mehr oder minder dabei war, aber da die F90 schon sehr autonom geflogen ist und man eigentlich nie großartig eingreifen musste, rationalisiert sich das Ganze so ein bisschen weg. Ja, bevor wir das System komplett aufbauen, beginne ich einfach mal damit zu gucken, was alles in unserem Koffer noch an kleinerem Zubehör dabei ist. Wir beginnen einfach mal mit unserem ADS-B-Empfänger. Das heißt, hier haben wir immer für die Cubase auch parallel noch einen ADS-B-Empfänger dabei, um den Luftverkehr und Luftraum besser überwachen zu können. Hat uns bei der F90 Plus schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall geholfen. Ich weiß nicht, ob wir das Video mal reinschneiden können. Wir sind einmal geflogen, wo ein großer A400M an uns vorbeigeflogen ist oder an unserer Trinity. Und den konnten wir zum Glück dank dieses Telemetriemoduls vorher einmal sehen. Genau. Des Weiteren haben wir auf der Seite unser komplettes Manual der Trinity Pro. Egal was man für Fragen hat, eigentlich findet man wirklich alles in der Anleitung sehr kurz und knackig erklärt. Also viele unserer Kunden packen dieses Buch tatsächlich auch nochmal im Einsatz draußen aus, weil man einfach wirklich sehr schnell über das Inhaltsverzeichnis zu den richtigen Topics kommt und die Fragen so auch selber lösen kann, ohne irgendwie einen Support kontaktieren zu müssen. Genau. Das heißt, das ist dabei. Dann haben wir immer noch mal so Quick Start Guides und wie man unsere Trinity aktiviert. Eine weitere Neuheit ist, dass die Trinity jetzt Quantum Systems ein komplettes Portal hat, wo der Kunde im Grunde genommen seine Systeme verwalten kann und wir verschiedene Support-Tickets eröffnen können, Lieferungen sehen können. Genau. In diesem Beutel sind sämtliche USB-Kabel, die wir benötigen, um die Trinity auch in Betrieb zu nehmen. Sieht erstmal viel aus, ist es nachher gar nicht wirklich. Das heißt, wir haben mehrere USB-C-Kabel. Vorher war bei der Trinity F90 ein Magnet-USB-Kabel dabei. Das war manchmal bei den Lock-Downloads ein bisschen hinderlich, dann war die Verbindung abgerissen. Aber da wir auf einen neuen Autopiloten in der neuen Trinity Pro haben, hat sich auch der Stecker geändert, sodass wir jetzt hier USB-C verwenden können. Ist auch für die Ausfallsicherheit im Einsatz, wenn ich irgendwo weiter weg bin, recht vorteilhaft, einfach standardmäßig ein USB-Kabel wie auch nachkaufen zu können, ohne jetzt einen Magnet-USB-Kabel irgendwie organisieren zu müssen. Genau. Das heißt, wir haben die beiden. Dann haben wir unser USB-Kabel für unser Telemetriemodul, worüber wir die Trinity mit unserer Cubase verbinden. Das zeigen wir auch dann alles nochmal, wenn wir das System da draußen in Betrieb nehmen. Wow. Dazu weitere Klettschlaufen, Zubehör. Das hier ist unsere Transportsicherung. Habe ich bei der F90 damals schon verloren gehabt.
Deswegen immer noch mal eine Spare mit dabei. Eine ist aber auch schon verbaut, weil wir hier schon ein Thrust jetzt mit drin haben. Das heißt, das ist alles immer mit an Bord. Wir haben die Trinity Pro mit einer RX1 gleich bestellt gehabt. Das heißt, hier haben wir unser Zubehör der Kamera noch mit dazu. Einmal Akku, Ladegerät und die Gebrauchsanweisung der Kamera. Ansonsten ist hier noch mit drin ein Ersatzteil für unsere Payload Bay. Wenn wir die Transportsicherung vergessen sollten und verschicken beispielsweise unser System und das wird nicht so schön behandelt, dann kann es passieren, dass dieser Clip bricht. Und das ist auch Absicht, bevor die Kamera kaputt geht, soll dieser Clip brechen. Dementsprechend haben wir hier noch ein Ersatzteil mit dabei. Dazu haben wir einmal unsere EASA-Zertifizierung. Das heißt, die Trinity Pro ist komplett C3 klassifiziert worden. Dementsprechend haben wir hier noch so eine kleine Do- and Not-to-Do-List und verschiedene Informationen zu der Zertifizierung selber. Dieses kleine Heftchen war auch schon bei der F90 mit dabei. Das ist einmal unser Quick-Start-Guide für die Cubase, für die Flugplanungssoftware. Und letztlich ist das jetzt auch unser Control-Center geworden, da die Fernbedienung bzw. der Controller über die Software mit der Trinity verbunden ist und keine eigene Funkstrecke mehr hat. Des Weiteren sind in unserem kompletten Set zwei Pitot-Rohre mit dabei. Ich glaube, bei der F90 war immer nur eins mit dabei. Ja, falls man eins verliert oder mal eins kaputt geht, die sind mit so Magneten fest, die fallen nicht ab. Aber falls man mal halt eins verlieren sollte, hat man auf jeden Fall noch einen Ersatz-Pitot-Rohr mit dabei. Das ist dafür da, nachher unsere Windrichtung und Windgeschwindigkeit ausfindig zu machen und hilft dem Autopiloten Start und Landung, aber auch im Flug verschiedene Entscheidungen zu treffen. Bei der F90 war immer noch die Beleuchtung hier oben mit Magnetklipsen dran. Die musste immer zusätzlich geladen werden, hatten eigene Akkus und waren auch mit Magneten an den Flächen und am Rumpf befestigt. Die sind jetzt komplett integriert worden in die Flächen und daher benötigen wir die nicht. Hier haben wir noch einmal eine Unboxing-Anleitung bebildert, wie ich das ganze System auspacke und in Betrieb nehmen kann. Des Weiteren haben wir an Neuheiten das komplette Trinity Pro Repair Kit. Hier haben wir Propeller, Landegestell, Kleinteile und Ersatzteile komplett drin. Das heißt, sollte es da zu irgendwelchen Problemen kommen, habe ich das immer mit in der Box und kann hier diesen Sticker entfernen, sodass ich dann an meine Ersatzteile rankomme. Unter unserer Main Unit, unter unserem Hauptkörper der Trinity, befindet sich dann zum einen für das Ladegerät noch Kfz-Klemmen, sodass wir das Ganze auch mit 12, ich glaube sogar bis 18 oder 24 Volt betreiben können, bis 18, also zwischen 11 und 18 Volt Gleichstrom. Und dafür helfen uns diese Kabel und Klemmen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere iBase. Dafür ist die Trinity auch sehr bekannt, dass ich keine eigene große Basis mitlaufen lassen muss, sondern wenn ich vor Ort einen eingemessenen Punkt habe, kann ich meine iBase dort drauflegen. Die wird mit einer kleinen Powerbank betrieben, sodass wir im Grunde genommen da auch autark unterwegs sein können. Hält mehrere Stunden, haben wir auch bei der F90 schon viel benutzt. Und das zeichnet im Grunde genommen für unser PPK-Verfahren im Nachhinein unser Rhinex Observation File auf, sodass wir dann in der Cubase unsere Bilder mit hochgenauen GPS-Daten dann auch georeferenzieren können. Genau. Ja, das wäre es so grob vom Inhalt der Box. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Aufbau des Systems. So, kommen wir jetzt zum Aufbau. Aufgebaut wird die Trinity Pro eigentlich ziemlich genauso wie die F90. Die meisten Änderungen haben eigentlich eher auf der technischen Seite stattgefunden, sprich beim Autopiloten, bei den Motoren, da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein. Und weitere Funktionen wie Terrain Following und der Controller. Dementsprechend ist die Handhabung sehr, sehr ähnlich. Als allererstes nehmen wir jetzt immer die Hauptunit raus, der Hauptkörper. Da
Da befindet sich hier oben das Gehirn der Drohne drin, das heißt der Autopilot. Ja, genau. Akku wird hier vorne gleich dran gesteckt. Hier kommt das Pitot-Rohr drauf, das können wir direkt schon mal machen. Dann vergisst man das nicht. Dann sollten wir es vergessen. Dadurch, dass der neue Autopilot auch drin ist, haben wir sehr viel mehr Self-Checks, die die Trinity macht. Das heißt, wir können gar nicht abheben, ohne das System vollständig aufgebaut zu haben. Genau. Sollten wir nachher Multispektralkameras fliegen, auf die Payloads gehe ich auch nochmal später ein, können wir hier eben den Lichtsensor noch montieren. Haben wir den LiDAR-Scanner, wird an dieser Kappe, die sich abnehmen lässt, dann unsere GPS-Antenne für den LiDAR-Scanner montiert. Genau. Hier zu sehen sind deutlich größere Motoren als bei der Trinity F90. Hat den Hauptvorteil, dass wir auf höheren Höhen starten können. Also maximale Starthöhe über Null sind jetzt 5500 Meter, waren vorher 4500 Meter bei der F90. Wir können die Transition Height, also wann unser Tricopter eigentlich zum Flächenflugzeug wird, auf 60 Meter durchführen. Das war vorher mit der leichtesten Payload auf 50 Meter begrenzt. Und dadurch können wir auch viel länger hovern als vorher. Genau, das sind die Hauptpunkte, die sich bei den Motoren geändert haben. Genau. Zum Aufbau zurück. Wir nehmen unsere Flächen raus. Da ist jetzt eine Transportsicherung dazugekommen. Wir selber hatten es auch bei unserer Demo-Unit im Koffer, wenn man die immer wieder so reinsteckt, dass die Ecken irgendwann rund wurden, hat man hier umgangen, indem wir hier so Einrastnasen haben und diese Transporthalterung unserer Flächen dementsprechend, egal wie der Koffer dann auch umhergeworfen wird, in Position hält. Das heißt auch hier, kleine, aber feine Verbesserung. Genau, wir fangen einfach mal mit der Fläche an. Wir haben jetzt hier Pogo-Pins, das waren vorher andere Konnektoren, beziehungsweise waren da keine Konnektoren, weil wir die LEDs über eigene interne Akkus angemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Konnektor für die LEDs und wie auch bei der F90 Plus wird unser Querruder des Flugzeugs über diesen Mitnehmer mitgenommen. Das heißt, beim Aufbau muss ich darauf achten, dass der auch wirklich in Position ist und diese beiden Nasen ineinander rasten. Andernfalls habe ich keine Kontrolle über meinen Querruder. Genau, das Ganze wird einfach so doll zusammengesteckt, dass unser Haltepin hier wieder rauskommt. Das heißt, beim Auseinandermachen ist es genau dasselbe. Man hört auch, dass es einrastet. Dementsprechend ist unsere Fläche fest. So, dasselbe auf der anderen Seite. Damit haben wir die Flügel schon mal dran und können mit unserem Böenruder und dem ganzen Heck ankommen. Ja, hier hat sich auf den ersten Blick auch nicht wirklich was verändert. Ist alles noch ziemlich gleich zu F90. Das Einzige ist eben die Farbe. Das heißt, das Ganze kommt jetzt in einem deutlich schmutzunempfindlicheren Grau. Genauso wie die Cover-Abdeckungen von unserem Heck sind alle nicht mehr in dem weißen Plastik, sondern im Grau. Zum Dranstecken, ja, einfach einfädeln und so gegendrücken, dass beide Clips auf beiden Seiten auch wieder rauskommen. Und als letztes montieren wir unser Höhenruder. Genau, das wird ganz einfach reingeklickt. So. Ja, das geht noch ein bisschen schwer, aber wenn wir das ein paar Mal benutzt haben, wird das auch deutlich einfacher. Genau. Ja, so steht das System erstmal da. Wir müssen das Ganze noch aktivieren. Das machen wir dann im Anschluss noch. Zum Rest des Systems haben wir hier unsere Akkus. Die kommen jetzt standardmäßig auch mit einer Transportsicherung, dass wir da auf jeden Fall keine Gefahr haben. Das heißt, die müssen wir gleich noch zusammen einmal aufschrauben. Wir demontieren jetzt die Transportsicherung. Dafür einfach die Schraube rausdrehen mit einem 2,5er Inbus und dann haben wir einmal unsere komplette Batterie startklar. Um die Trinity dann in Betrieb zu nehmen, wird einfach der Akku eingesteckt. Dafür entfernen wir hier einmal unsere
an Fortsicherung von der Payload und können dann den Akku, wie auch bei der F90 gewohnt, einstecken. Wir sehen jetzt hier unsere Status-LEDs, das heißt, das System bootet. GPS werden wir jetzt hier drin wahrscheinlich nicht kriegen. Dementsprechend blinkt das jetzt erstmal noch mit verschiedenen Fehlermeldungen. Wenn das System ausgemacht werden soll, einfach den Akku wieder rausziehen. Wir gehen jetzt noch einmal auf die Sonderfunktion ein, die sich jetzt zur F90 geändert haben. Das heißt, neben dem Design, also Farbe, Motoren und Autopiloten, haben wir weitere Integrationsmöglichkeiten durch den Autopiloten. Das heißt, es ist jetzt ein Rangefinder montiert. Den kann man einmal unter der Unit sehen. Das heißt, hier haben wir einen Laseraltimeter. Und das sorgt zum einen dafür, dass wir beim Starten und Landen den Abstand zum Boden deutlich besser für den Autopiloten darstellen können. Aber hat auch ein Sicherheitsfeature. Das heißt, wenn wir einen Return to Home haben und die Drohne fliegt beispielsweise durch ihren Sicherheitskorridor oder eben auch durch Areal, das sie vorher nicht gekannt hat, weil sie beispielsweise in den Bogen geflogen ist und auf direkten Weg wiederkommt. Und sobald eine gewisse Höhe, ein gewisser Schwellwert unterschritten wird, reagiert die Trinity dann auch und würde dementsprechend die Höhe anpassen, um beispielsweise über einen Berg wegsteigen zu können. Genau, zu den Payloads. Vorerst bleiben die Payloads, die auch bei der F90 da waren. Das heißt, wir haben zwei Multispektralkameras, vier RGB-Kameras und einen LiDAR-Scanner. Die Payloads sind alle standardmäßig integriert. Das heißt, wir können einfach das Ganze einmal aufmachen und sehen dann hier jetzt in dem Fall eine RX1. Wir werden demnächst auch nochmal ein Video zur Trinity mit dem Cube LiDAR-Scanner machen, da verschiedene Vergleiche ziehen. Was mich eigentlich immer bei der F90 hauptsächlich gestört hat, war die Haptik von dem Payload-Compartment. Das ist ziemlich schnell dreckig geworden, ist jetzt alles mit dem Schwarz deutlich hochwertiger, deutlich schmutzunempfindlicher und wir haben einfach länger Spaß an unserer Unit. Genau. Ja, auch hier Payload Compartment hat keinen Magnetstecker mehr, sondern den USB-C-Stecker. Und darüber können wir dann auch die Updates machen. Das waren erstmal alle grundlegenden Funktionen und Neuerungen zur Trinity. Ich hoffe, ich konnte euch einen schnellen Einblick in die neue Trinity Pro geben. Wir werden auch noch weitere Videos dazu machen. Das nächste Video wird ein Get Started Video, wo wir die Trinity in unserem Portal aktivieren, Updates einmal komplett auf alle Compartments machen, das heißt einmal auf den Autopiloten, auf die Regler und auch auf unser Payload-Compartment. Falls ihr alle Neuerungen nochmal detailliert sehen wollt, findet ihr den Link zu unserem Blogbeitrag zur Trinity Pro in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, folgt uns, liked das Video, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.